Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Mehl und so lasst immer da? Ja, ich weiß nicht, was man damit machen soll. Willst du dir eine Nase ziehen oder? Na, was kochen mal? Mehl. Corkscrew lasst da auch da. Was ist denn los mit dir? Hab ich doch vorgelesen. Ja, und wieso lasst du es da? Was soll ich denn damit? Das ist doch nur ein Item. Das ist sowas wie dein Jojo. Ja, das wird irgendwann implementiert. Ach, super, ey. Alter, was er alles da lässt, ey. Unglaublich. Ja, ich bin da halt muss rational. Man immer nachlooten hinter dir. Zucker. Rational. Zucker kann man auch immer gut brauchen. Für was denn? Für, genau. Kaffee. Oh, okay. Für Kaffee braucht man den. Alter, was alles liegen lässt. Bin ich überladen. Mal ein bisschen Zombies. So, und ich hab mal Hunger. Chipsdose mit Bohnen. Hast du noch ein Dings vom Star? Was denn? Den Kochtopf. Obwohl, ich da lag auch Kochtopf irgendwo noch einer. Hier, ja. Soll ich dir eine Dosensuppe fertig machen, oder was? Eine Dose mit Bohnen? Ja, wäre nicht schlecht. Ja, komm, ich koche dir mal hier was Feines. Oh, ne, nicht die Erdnussbutter. Bist du unten? Ja. Ich hab, ich brauch nur einen Topf. Dose mit Bohnen habe ich gerade aufgemacht. Hm. Ich hab dir jetzt die Suppe zubereitet. Okay. Ja, nehme ich auch. Das Baking Pan und eine Schüssel noch hier hinter. Schade, dass man die Kasse nicht looten kann. Was machst du da mit dem Geld? Weiß nicht. Nutze kaufen. Hast du es fallen lassen? Moment. Topf mit Suppe. Auf den Boden ausgießen. Nein, fallen lassen. Nicht hier hinter. Topf mit Suppe. Ja, nice. Dankeschön. Ja. Brauchst du auch was? Weil ich habe eine offene Dose mit Bohnen. Naja, alles gut. Ich habe gerade fertig Popcorn gefressen. Okay. Mir stimmt mal mehr so der Sinn nach Popcorn. Extrem schwer beladen. Was machst du denn die ganze Zeit, ey? Kannst du mal meinen Kochtopf wiedergeben? Achso, ja. Lalala. Deshalb wahrscheinlich. Aber ihn fallen lassen. Ja, aufgenommen. Würde ich sagen, gehen wir wieder zurück zur Schule, wa? Sind wir sehr weit gekommen. Ja, immerhin mal da durchgeguckt. Küchenmesser hast du, haben wir zu Hause? Weiß ich gar nicht. Nehme ich mal mit. Du hast da so viel Besteck gesammelt gehabt. Nur Messer und Buttermesser, aber kein Küchenmesser. Alter, wie es da ausschaut, ey. Wir hätten die so in Pfeilform legen sollen, weißt du? Dann hätten wir uns daran orientieren können, welche Richtung wir müssen. Alle Mittelstreifen da rein rauflegen. Uhr in der Nacht. Ja, wer hätte das gedacht? Ach, hier war die Grundschule. Wer mal jetzt gerade alle Fenster zerstört hat. Nein. Nicht alle. Nein, ich nicht. Aber ein paar. Dann gehe ich mal ganz langsam mit dir, oder? Soll ich mal vorlaufen? Ich sprinte gerade. Süß. Ja, ich habe schon wieder hohe Anstrengung. So, sind wieder einige Zombies aktiv, aber ich laufe mal weiter. Okay, ich nicht. Ich brauche die Skillpunkte. Gehören dir. Ah, komm. Rose Magazin, Purse. Bam! Alter. Also Zombie-Metzler sind wir ein gutes Team, ey. Nicht schlecht. So. Das lobt. Oh, ich schon wieder kurz vorm Herzinfarkt stehe. Bis wir zu Hause sind, ist wieder hell. Aber nett mit der Grundschule. Mal was Neues gesehen. Auf jeden Fall. Die haben mir echt coole Sachen eingebaut. Vor allem echt auf viele Details auch geachtet. Ja. Was mal echt schön ist, ey. Oh, was haben die alles mit? Großer Wanderrucksack mit einem Taschentuch drin.
Ein Ring hat sie dabei, ein Magazin, Kugelschreiber, alter Schwede. Ein Servo! Können wir bestimmt in die Zeit reisen. Aber damals bei SWAT 2 fand ich auch, da hatten die das auch sehr, sehr detailreich alles gemacht. So mit den kleinsten Sachen, die man so in Büros findet und so, die man halt auch echt schon erkennen konnte und so. Mhm. Das war echt ja. Das Maximum aus dieser Grafik rausgeholt, finde ich. Und das ist einfach, das macht diesen Grafikstil gerade aus. Weil er halt schon so ausgereift, schon ja so überaltert ist eigentlich, da trotzdem noch so was Schönes draus zu machen. Mhm. Gibt ja viele, denen das gar nicht gefällt. Ja, da habe ich inzwischen auch schon gehört. Aber ich feiere den total, diesen Grafikstil. Ja, entweder man mag diesen Stil oder man mag ihn nicht. Ist wie Minecraft heißt. Wahrscheinlich, was mich voll langweilt, der Stil. Und was du aber ganz cool findest. Batsch. 9mm Patronen. Ja, nimmst du mit? Oder soll ich die mitnehmen? 5 konnte ich mitnehmen. Ja, okay. Bin zwar ein bisschen überladen, 11 von 8. Hast du noch einen Kochtopf? Ja, einen habe ich. Obwohl, komm, ist egal. Das schaffe ich auch noch nach Hause. Hoffentlich. Wo waren wir denn zu Hause? Wir sind schon ganz schön weit gelaufen. Irgendwie schon. Sind wir die ganze Zeit die Straße mit dem... Warte mal, nee. Da müssen wir jetzt abbiegen. Wo wir zu den ganzen Bewaldeten kommen, rechts sind wir zu weit. Ja, da bist du. Das ist unser Nachbarhäuschen da, das kleine, und da ist gleich die Schule. Okay. Eine kleine Orientierung habe ich. Wenigstens einer von uns. Und das ist selten, dass ich das bin. Boah, elegant, wie du da drüber gehechtet bist. Ja. Ich reiß wahrscheinlich erstmal die Buchse kaputt. Reiß den Zaun kaputt. Also den ganzen Zaun inklusive Parkplatz und den Teil von der Schule abhängen, nur weil ich mal Zaun springen wollte. Godzilla. Das wird einfach passen, das ist so typisch für mich, ey. Oh, Zombie in der Schule? Was? Sich da Hausmeister etwa versteckt, ha? Die Ferien vorbei. Ja. Nanu, wo sind denn alle? So, und jetzt erstmal wieder eine Stunde lang alles einsortieren. Auf jeden Fall. Mit unserer tollen Lampe, ey. Die nur 3 Minuten hält. Mein ganzer Stolz. Glaube ich wohl. Da hast du aber einen Pfund rausgehauen, ey. Das ist schon beeindruckend gewesen. Nicht? Ja, doch, an für sich wirklich. Also, ich kriege solche Dinger nicht gebaut. Ich habe für sowas gar keine Geduld, weißt du, ich bin so ungeduldig, ich will immer so alles machen, aber irgendwie so bauen und sowas, so für sowas habe ich gar keine Geduld. Mhm. Du verlierst doch extrem schnell die Lust an irgendwas, oder? Oft. Mhm, oder manchmal halt. Es kommt drauf an, was es sich handelt. Okay. Brauchst du eine neue Axt? Oder ist deine noch ganz gut dabei? Ah, meine ist, glaube ich, noch ganz gut. Wir brauchen einen neuen Waffenschrank. Ja, mache ich gerade. Achso. Brechstange legt auch mal mit rein. Wie lange der braucht, um so eine Brechstange abzulegen? Weißt du, das ist so ein kleines Stück Eisen, ey. Das ist echt geil. Wahnsinn, Wahnsinn, ey. Batterie, da kommt Twine rein. Streichhölzer. Antidepressiva haben wir jetzt auch schon ein paar. 7 Stück. Oh, ich glaube, bei uns gewittert es mal wieder ordentlich. Ich höre zumindest Grummel draußen. Okay. Habe ich dafür noch irgendwas? Ne, das hast du alles eingesammelt, glaube ich, so Antidepressiva. Habe ich alles da reingepackt, soweit, ja. Was ich dabei hatte. Dosenöffner. So.
Unser Essensregal ist bald voll. Okay. Was wolltest du sagen? Ich sag, um so einen Topf mit Suppe zuzubereiten, weißt du, das geht in, keine Ahnung, 2 Sekunden. Aber bis du mal alles ausgerüstet hast, ne? Bis du eine Dose rausgeholt hast, einen Dosenöffner und einen Topf, brauchst du 50 Jahre, ey. Und wenn du ein Dings reinlegst auch, also wenn du so ein, was wollte ich sagen, so einen Kochtopf da reinlegst. Ja, oder über ein Brett. Ja. Ach ja. Ja, daran werden sie vielleicht auch noch feilen. Stimmt. Feilen. Oh. Hast du das? Ja. Ein Fenster, das noch nicht kaputt war. Herzlichen Glückwunsch. Noch eins. Was machst du? Zerlege halt. Alter, wieso? Weil ich es kann. Das killt man nicht, wenn man das übrigens zerlegt. Nur so. Killt man damit die Axt nicht? Müsstest mal drauf schauen. Das wäre uncool. Dann hätte ich das echt umsonst gemacht. Mach das lieber mal. Haben wir gar keine Dings mehr drinnen? Gar keine Türen? Doch, ich habe hier jetzt gerade schon mal die erste auseinander gekloppt. Ah, siehste. Mach jetzt noch die zweite weg. Mach erstmal die Türen, bevor du alles in Schutt und Asche legst. Ah, was? Das ist mein Job. Dafür bin ich da. Der Aschenmann. Der Aschenmann. Der Türenaschenmann. Was haben wir hier noch? Ah, hier. Bam. Oh, hier ist noch ein Garbage Bag. Kann es sein, dass ich urviel gesammelt habe? Wie immer. Ja. Weil Messi. So, offene Dose mit Bohnen. Das werde ich jetzt. Essen? Kochtopf? Hallo? Wie ging das nochmal? Dose, Kochtopf und Dosenöffner ins Inventar. Und dann auf die Dose oder auf den Kochtopf? Naja, ja, auf die Dose rechtsklick. Wieso geht denn das dann nicht? Mit was hast du das denn gemacht? Kochtopf und Dose, habe ich beides da. Und was für eine Dose? Es geht wahrscheinlich nur mit Bohnen, denke ich mal. Nur mit Suppe. Ah, okay. Bohnen geht nicht. Schade. Ist wahrscheinlich ein eigenes Rezept. Ja, irgendwie, du sollst ja auch so, keine Ahnung, wenn du so, du kannst einen Topf mit Wasser machen und da dann noch so verschiedene Sachen reintun, wie das Gemüse zum Beispiel und so. Und ja, wahrscheinlich ist das dann eher für sowas gedacht. Was ich spannend finde mit dem Teekessel, dass man da kaltes Wasser reingibt und das nicht erwärmt und auf einmal hat man Kaffee. Wie, das geht auch mit kaltem Wasser oder was? Wenn das nicht fertig gemacht ist? Okay. Ja. Oh Gott, jetzt werden die Bretter da reingelegt. Bis dahin ist die Folge auch vorbei. Und liebe Leute, Brett Nummer 1. Und 2. Alter, bis dahin habe ich das Brett laminiert, ey. Oder wie ist das lasiert? Laminiert. Ja, laminiert habe ich das fast bis dahin auch, ey. Oh Gott, oh Gott. Die Kessel, Thunfischwasser, okay, haben wir alles da. Zack und zack, komm schon. Ey, wir sollten vielleicht einfach so irgendwo einen großen Scheiter aufmachen, wo wir die ganzen Bretter hinlegen. Lassen wir die einfach fallen und das Zeug, die spawnt ja nicht. Ja. Dann nimmt das vielleicht nicht so viel Platz in irgendwelchen Lagerplätzen weg, Lagerdingen weg, weißt du? Wie viele Bretter haben wir vielleicht schon? Nein, hier sind 9 drin. Ah, geht wohl. Schon einige verballert. Hier sind 9 drin. Ah, das sind 10. Hier sind 10 drin, 28. Ah, kriegen wir genug. Gut, habe ich noch irgendwas, was ich ablegen wollte? Garbage Bag, die hat mir doch auch noch irgendwo rumfliegen, ne? Na, hier. Okay, Garbage Bag drin. Den Teebeutel hast du beim Essen mit drin, ne? Ich bin soweit, ja. Gut, ja, bringt der nächste, die Folge ist nämlich vorbei. Was? Oh, das war wieder richtig weit gebracht heute. Yay. Wir haben die Grundschule gesehen. Gut, liebe Leute, dann sagen wir mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.